Dann hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Cheftrainer vom KSC, Christian Eichner, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Herrn Eichner als Gästecoach gebührt das erste Wort zum Spiel. Ihr Fazit bitte. Ja, vielen Dank, hallo an alle. Zunächst mal Frank, alles Gute, herzlichen Glückwunsch deinen Jungs und dir zum Heimsieg. Ich glaube, es gab zwei ähnliche Situationen relativ schnell zu Beginn. Einmal, wo Kleindienst bei Gersbeck den Ball blockt und einen Ballverlust beinahe provoziert. Auf der anderen Seite war es wahrscheinlich ein bisschen eine klarere Torchance von uns, wo ich glaube, es war auch Mikkel Kaufmann, der dann an Müller scheitert. Danach, glaube ich, war es eine ausgeglichene Partie, wo wir dann trotzdem den ersten Stich setzen. Und ich habe es jetzt gerade nochmal Revue passieren lassen in der Kabine. So ein Tor aus einem normalen Angriff heraus passiert ist. Das 2-0 war ein Ballverlust, den wir natürlich auch provozieren und dann herausragend zu Ende spielen. Und dann ja, hatte man schon kurz mal den Eindruck, dass man natürlich gemerkt hat, wer 5 Spiele in Folge gewonnen hat. Die Brust wurde breiter natürlich auch nochmal bei so einer Qualität auf der anderen Seite. Wenn du so ins Spiel kommst, war das klar. Klar ist aber auch, dass wenn du bei so einer Mannschaft gewinnen willst, dass du dir das, was ich jetzt aufzähle, in Summe nicht erlauben darfst. Du verlierst vor dem 1-2 den Ball und auch da ein provozierter Ballverlust natürlich, weil der Gegner eng dran ist. Wir verlieren ihn in der Mittellinie. 5 Sekunden später holen wir den Gegner zurück in die Manege. Und ich glaube, Frank hat sich gerade gewundert gehabt über die kurze Nachspielzeit, die angezeigt wurde von einer Minute. Bekommen wir aus einem Einwurf tief in der gegnerischen Hälfte, das ist das einzige Tor, das ich noch nicht gesehen habe, dann das 2-2 und dann geht das Spiel wieder von vorne los. In der zweiten Halbzeit wurden wir weggemacht, muss man ganz klar so sagen. Wir wurden körperlich paniert, nenne ich es als. Wir wurden in allen Bereichen einfach weggenommen. Nochmal, da sind wir ganz ehrlich, da müssen wir auch nicht irgendwie um den heißen Brei rumreden. Trotzdem verlieren wir vor dem 3-2 wieder den Ball, genauso vor wie im 1-2, auch wieder provoziert. Gegner war eng dran, das meine ich mit weggemacht. Eckball 3-2, dieser Spieler hat in der Liga nichts verloren. Großartig, muss ich wirklich sagen, Chapeau. 4-2, Spielaufbaufehler, provoziert vom Gegner, Tor. 5-2, Passspielfehler, umschalten, 5-2. Ich glaube, Frank, ich habe nichts vergessen, 4 Tore außerhalb vom 16er. Nichts zu halten für mich. Sonst gab es gar nicht so viele Torchancen auf beiden Seiten, finde ich. So, ich hoffe, ich habe das alles so wieder wahrheitsgetreu wiedergegeben. Und dann schließe ich meine PK, meine Ausführungen mit den Worten von Frank, die ich aufgesammelt habe vor dem Spiel. Das Spiel wird derjenige gewinnen, der weniger Fehler macht. Glaube ich, war das so, was Frank gesagt hat. Wir haben zumindest 4 Stück zu viel gemacht, um hier etwas mitzunehmen. Und deswegen geht der Sieg absolut in Ordnung, ist verdient. Trotzdem darf man es mir natürlich nicht verübeln, dass man, wenn man 2-0 hier in Heidenheim führt, wo es bekanntlich sehr, sehr schwer ist, dann wünscht man sich als Trainer, dass es in die Halbzeit geht, weil dann so eine Dynamik, wie sie dann gekommen ist, natürlich erstmal nicht kommt, weil der Gegner natürlich sich auffragt, Mensch, was können wir tun, dass wir zurückkommen und Hätte, bringt nichts. Deswegen verdienter Sieg, Glückwunsch Frank, Glückwunsch Heidenheim und 2 Wochen Pause, dann kommen wir zurück. Dankeschön. Vielen Dank. Frank, dein Fazit bitte. Ja, erstmal Eiche, vielen Dank für die Glückwünsche und vielen Dank für das erfrischende, ehrliche. Das erlebt man selten, wenn ein Trainerkollege das so treffend analysiert. Dann noch zur Nachspielzeit. Ja, ich habe mich gewundert, dass so wenig waren in der ersten Halbzeit und dankbar, dass es nur 2 waren in der zweiten Halbzeit mit der Nachspielzeit. Ich glaube, der KSC war sehr mutig. Der KSC hat sich was getraut. Der KSC, nämlich die Worte von Eiche auf aus der Pressekonferenz, hat das Selbstvertrauen im Gepäck gehabt. Das hat man deutlich gesehen. Hat schon nach 6 Minuten dafür gesorgt. Das war die große Chance. Nach dem Ballverlust im eigenen Fünfer, wo Mühe hält, wo sie schon in Führung gehen können. Ein bisschen ist dann ruhiger geworden. Wir hatten den Angriff über die linke Seite, über Jonas Hörnbach, den Gersbeck abfängt und übers Zentrum das Spiel schnell macht. Dann kam das Spiel, was der KSC gerne spielt. Langer Ball auf Kaufmann, der gegen Pate Meingans 1-gegen-1 geht, in den freien Raum. Was mir da nicht gefallen hat, dass wir den Pate nicht unterstützt haben, nicht durchgelaufen sind, weder um das 1-gegen-1 abzusichern, noch haben wir Jensen laufen lassen. Das ist was wir normalerweise nicht tun. Da ist es passiert und deswegen ist der Abpraller bei Jensen, er ist komplett frei und macht dann auch das Tor.
Das 2-0, Eiche hat es beschrieben, das sind Dinge, die passieren nicht so oft, aber heute ist passiert. Der Tim hat da heute sicherlich das ein oder andere Mal die falschen Entscheidungen getroffen. Und trotzdem war ich heute relativ ruhig, weil ich gewusst habe, jetzt kein Aktionismus, schon früh eingreifen. Wenn wir das Spiel verlieren, wird wieder jeder sagen, ja, warum hat man da nichts verändert? Weil ich eben gewusst habe, wenn wir zurückkommen mit einem Tim Kleindienst, der dann eine Chance dann auch nur braucht, um das Tor zu machen, wäre ich mit dem 2-1 zur Halbzeit schon zufrieden gewesen. Aber das 2-2 dann noch gleich hinterher, auch wieder von Piggy gut eingeleitet. Und dann haben wir uns in der Halbzeit entschieden mit dem 2-2, mit dem Spielverlauf. Jetzt riskieren wir alles, deswegen auch die offensiven Wechsel. Wir haben den Spielaufbau hinten flach eingestellt. Wir haben lang gespielt, wir haben auf zweite Bälle gespielt. Wir wollten Fehler provozieren, wir wollten auf unsere Fans spielen. Ich glaube, wir sind sehr gut rausgekommen. Wir hatten gleich zwei große oder gute Möglichkeiten. Ein Querball, wo Kevin Sesser über den Ball schlägt, dann vor allen Dingen Niklas Beste, der Abschluss, den Gersbeck an die Latte lenkt. Ich glaube, da hat jeder von uns gewusst und auch im Stadion, dass wir zurück sind, dass wir das Spiel gewinnen können. Und dann, ja, perfekter Eckball, kann man nur so sagen, einstudiert mit einer Präzision, mit einer Wucht von Jannik das Beste, wo Tim dann in Anführungszeichen nur noch die Richtung ändern muss, schwer zu verteidigen. Und sicherlich dann die Balleroberung zum 4-2, wahrscheinlich dann die Spielentscheidung. Als wir den Ball erobern, er mit links das Tor macht, gab dann nochmal eine Szene zum 4-3, wo wir nochmal Glück gehabt haben im 16er, mit Mann und Maus verteidigt haben. Und sicherlich, denke ich mal, das fünfte Tor freut mich für Kevin Sessa, aber vielleicht dann auch zu hoch am Ende, weil wenn man die Daten anschaut, dann ist es ein relativ ausgeglichenes Spiel. Nicht relativ, es ist ein ausgeglichenes Spiel gewesen. Wir waren aber brutal effizient, auch durch den Druck, den wir in der zweiten Halbzeit erzeugt haben. Aber insgesamt war es für uns ein unfassbares Spiel gegen so eine Mannschaft, die so einen Lauf zuletzt gehabt hat, 2-0 hinten zu liegen, zurückzukommen. Da trifft es vielleicht ein Wort am besten. Eindrucksvoll, was meine Mannschaft heute hier wieder, was für eine Energie und eine Leidenschaft an den Tag gelegt hat. Und es lag natürlich an den Fehlern, aber nicht, weil der KSC schlecht war, sondern weil wir einfach zurückgekommen sind und uns geglaubt haben. Eiche, euch alles Gute. In 2 Wochen kommt ihr zurück, aber wahrscheinlich nicht hierher. Auf jeden Fall geht's weiter in der Liga. Ich drücke euch alle Daumen, dass ihr so viele Punkte wie möglich holt. Dankeschön. Vielen Dank, Frank. Gibt's Fragen an die beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Fangen wir an hier vorne erstmal. Timo Lemmert, Allner Nachrichten, macht den Anfang. Bitteschön. Du hast gerade gesagt, Frank, erstmal Glückwunsch zum Sieg natürlich, du hast gerade gesagt, du wolltest nicht in den Aktionismus verfallen, aber warmlaufen lassen hast du sie ja trotzdem. Dann habt ihr das 2-1 gemacht, dann das 2-2 und dann hast du erst in der Pause gewechselt. Ich will eigentlich auf den Wechsel hinaus, Lenny ist nach hinten gegangen. Man spürt bei dem irgendwie nie einen Unterschied, egal wo der spielt. Ich habe gerade mit ihm auch gesprochen. Was hast du mit dem gemacht oder was zeichnet ihn da besonders aus? Also zunächst mal, zu unserer Zeit, wo wir noch gespielt haben, wenn sich da jemand in der ersten Halbzeit warm gemacht hat, dann ist man nervös geworden. Aber bei uns, die wärmen sich immer auf im Übrigen in der ersten Halbzeit. Deswegen war eigentlich nur ein möglicher Wechsel von Christian Kühlwetter, der einen Schlag bekommen hat, schon in Stefan Schimmer früh zum Warmmachen geschickt. Alles andere ist ein schmaler Grat. Wenn es 3-0 fällt, dann gibt's wieder um die Ohren. Dann hat man wieder alles falsch gemacht. Aber es war einfach ein Bauchgefühl, eben nicht zu machen. Drauf zu setzen, dass wir uns erholen von dem 2-0, zurückkommen mit dem Tor. Und dann machen wir aber das 2-2. Und da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Ist ja alles gut, was gelaufen ist? Oder man sagt, nee, wir müssen trotzdem was verändern, weil die Gefahr besteht, KSC spielt auf die Fans, die ordentlich da waren und Rabatz gemacht haben vom KSC. Das ist auch eine Gefahr, wieder in das Muster zurückzufallen. Da haben wir gesagt, nee, wir ziehen jetzt das Ding durch. Die Idee, die wir vielleicht schon entwickelt haben in der ersten Halbzeit, dann zu wechseln. Und das kannst du eben nur machen, wenn du solche Spieler hast wie ein Leonard Maloney, der nicht fragt, Trainer, warum, sondern der macht's halt. Und dem ist es eigentlich egal, wo er spielt. Hauptsache, er kann der Mannschaft helfen. Und die Sorge war, muss ich aber auch sagen, weil er hat relativ viele Kopfballduelle gewonnen auf der Sechserposition, dass das uns wegbricht. Aber dann hat er halt hinten gewonnen in der zweiten Halbzeit. Und das war sicherlich ein Punkt, auch mit der Idee, den Spielaufbau wegzulassen, weil er als Rechtsfuß auf der linken Innenverteidigerposition, aber das haben wir in der ersten Halbzeit auch nicht hinbekommen. Von daher war klar, schnelle Einwürfe, schneller Spielaufbau, schnell nach vorne, zweite Bälle. Wir nehmen das Spiel jetzt so an, bei den Bedingungen, setzen auf die Energie im Stadion. Und dann noch zusätzlich aber, klar, Stefan Schimmer vorne rein als Wandspieler, als einer, der die Bälle halten kann, aber mit Kevin Sesser dann auch ein Spieler, der auf dem Platz schnell beweglich ist und idealerweise schwer zu greifen ist. Und dann einfach das Signal auch der Mannschaft zu geben, wir machen nicht jetzt einfach so weiter und haben jetzt Glück gehabt, dass wir da noch das 2-2 machen, sondern wir würden schon gern mehr haben. Und wie gesagt, wie wir rausgekommen sind, mit den ersten 2 Chancen in den ersten 3-4 Minuten, glaube, das hat dann der Mannschaft das Selbstbewusstsein zu geben, wir können dieses Spiel nach 0-2 Rückstand heute noch gewinnen.
Dominik Florian, Heidenheimer Zeitung, bitteschön. Wir hatten ja gestern über Freitagsspiele gesprochen. Du hast gesagt, wenn man so ein Spiel gewinnt, dann ist es ein schönes Wochenende. Was wird denn das für ein Wochenende jetzt? Stimme schonen und genießen oder was steht an? Das werde ich gleich mit dem Mannschaftsrat noch besprechen, weil da ist noch keine Entscheidung gefallen. Weil wenn jetzt nächste Woche ins Weitergehen würde, dann wäre es leicht zu sagen, wir machen 2 Tage frei. Aber die Spieler hätten ja gerne am Länderspielwochenende auch wieder frei. Jetzt müssen wir uns gut überlegen, wie wir das machen, dass es nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel ist. Und da beziehe ich die Mannschaft ein, weil wenn eine Mannschaft so spielt wie heute, dann darf sie damit, sagen wir mal, diskutieren. Entscheiden tue ich es dann trotzdem selber. Aber mit Sicherheit, ja, in Wochenende, wenn man Freitagabends gewinnt, vor allen Dingen der Spielfilm noch, der ist ja Wahnsinn, dann darf man das heute zumindest mal auf jeden Fall genießen. Und das Wochenende hat man dann Zeit, sich auszuruhen. Aber wir werden trainieren. Wir spielen nächste Woche gegen VfB ein Testspiel. Ist auch wichtig für die Spieler, die zuletzt ein bisschen weniger gespielt haben, dass die auch Einsatz bekommen, werden den einen oder anderen aus der U19 auch mit dazu nehmen. Und deswegen, ja, muss es dann passen. Nicht zu viel und nicht zu wenig, aber ich denke, der eine oder andere freie Tag wird die nächsten 10 Tage schon mit dabei sein. Nochmal Timo Lemmert, Allgemeine Nachrichten, bitteschön. Frank, jetzt nochmal heute zu dem Spiel 2 Personalien. Einmal Hüben, der Tim Siersleben, der auch gerade zu uns kam, was ich sehr imponierend fand, sehr reflektiert war. Alle haben über die Fehler offensichtlich gesprochen. Und auf der anderen Seite die Personalie Tim Kleindienst, vielleicht sagst du da noch einen Satz zu. Zu Siersleben musst du den irgendwie aufbauen. Er wirkte gerade sehr gefestigt und wie gesagt reflektiert. Und was macht der Tim gerade aus? Also zu Tim 1, Tim Siersleben. Er hatte das ja am ersten Spieltag schon gehabt. Da habe ich ihn tatsächlich, glaube ich, nach 30 Minuten ausgewechselt. Heute hat er nicht seinen besten Tag gehabt. Und ich habe ihn aufgebaut, weil so richtig gefreut hat er sich nicht. Ich habe gesagt, es passiert. Nächstes Mal muss man halt dafür sorgen, dass der Knoten früher aus die Füße dann auch draußen ist. Aber das wirft ihn nicht um. Er ist schon Familienvater in jungen Jahren. Es gibt wichtigere Dinge und deswegen wird ihm das nicht umwerfen. Man darf Fehler bei mir machen. Wichtig ist, dass man daraus lernt und da wird er gestärkt daraus hervorgehen. Und deswegen hat er genauso seinen Teil beigetragen. In den letzten Wochen auch zum heutigen Spiel, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ja, und Tim Kleindienst, den muss man auf der anderen Seite auch nicht einfangen. Er hat einen Lauf einfach. Wenn ich sehe, wie er gearbeitet hat, wie schwer das war, unabhängig von den 3 Toren, ihn zu greifen, der war gefühlt überall. Der stellt sich sowas von Dienst in der Mannschaft. Das macht er in jedem Training tatsächlich so. Da wird man mal sich wünschen, Tim macht er mal ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, er braucht es. Er fühlt sich wohl. Er ist ein fester Anker bei uns auf dem Platz. Er hat diese Saison noch mehr Verantwortung übernommen. Und als Stürmer, ja, wenn du Lauf hast, dann klappt halt alles. Ich glaube, das erste Tor vielleicht noch, das schießt man nicht so automatisch und selbstverständlich. Die Position ist auch nicht perfekt. Aber lange Ecke flach mit der Wucht, mit seinem schwächeren rechten Fuß war es, glaube ich, ja, der fragt nicht nach, der macht es einfach, das ist intuitiv und hoffentlich hält dieser Lauf noch lange an. Nochmal Dominik Florian, Heidenheimer Zeitung, bitteschön. Wir haben uns ein bisschen angeschaut nach dem Spiel, weil die KSC-Fans die Mannschaft nach so einer zweiten Halbzeit wirklich gefeiert haben, auch die euphorisch, und also man hat gemerkt, dass sie trotzdem, ich glaube, die Leistung der letzten Wochen wertschätzen. Das ist wichtig auch, dass man so dann in so eine Pause reingeht, dass man sieht, okay, wir haben die Unterstützung noch und die sehen jetzt mal, das war mal eine scheiß Halbzeit und der Rest war halt gut. Ja, ich glaube, die haben die ganze Runde schon ein sehr, sehr gutes Gespür. Das ist, glaube ich, mit der Historie oder der Tradition, die der Club dann auch besitzt, nicht immer leicht, wenn du dann immer nur vom Klassenerhalt hörst vor der Runde. Aber ich glaube, sie gehen den Weg absolut mit, den wir jetzt die letzten 3 Jahre, fast schon über 3 Jahre gegangen sind. Es passiert immer was, die Mannschaft ist immer im Spiel. Es gibt kaum Spiele, wo wir nach Hause fahren oder nach Hause gehen, auch zu Hause, wo man das Gefühl hat, boah, heute war gar nichts und die Jungs haben nicht alles gegeben. Das ist bei uns eigentlich auch immer so. Und das honorieren die Leute, ich glaube, genauso wie hier. Und ja, das ist natürlich eine tolle Zahl, was auswärts immer mitfährt bei uns. Und nochmal, wir werden uns bemühen, dass wir dort weitermachen, wo wir die letzten Wochen begonnen haben. Da geht es mir gar nicht so sehr um die Siege, sondern einfach um die Art und Weise. Die Jungs spielen sich Torchancen heraus, aber man sieht immer wieder, um Punkte und Erfolg einzufahren, musst du deine Gegentore reduzieren. Und das ist in den letzten beiden Spielen, bei allem, was dann an Qualität auf der anderen Seite dann auch war, mit 7 Toren in 2 Spielen, da wirst du wahrscheinlich nicht 2 Spiele gewinnen.